Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu meiner ersten Challenge quasi auf diesem Kanal. Dieses Mal mit einem Gast. Stell dich mal vor. Ganz genau. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Happy Cross. Happy Cross ist wieder am Start. Das war meine Begrüßung. Sorry, ich sag nochmal. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Happy Cross ist wieder am Start. Mann, war das leise. Was war das denn für ein Intro? Das ist mein Intro, lass mich. Willkommen zu unserer Geräusche-Challenge. Willst du erklären, was wir da machen? Ganz genau, Leute. Eigentlich erklärt sich das von ganz alleine. Und zwar sehe ich ja nicht, also ich sehe seine Cam nicht und er sieht meine Cam nicht. Und wir haben ein paar Gegenstände gesammelt und wir werden die schütteln bzw. fallen lassen. Und der andere muss dann nur vom Hören her allgemein erwarten, was es ist. Irgendwie Geräusche erzeugen, zum Beispiel. Ja, okay. Oder Gegenschlagen oder... Oder Ficken. Oder keine Ahnung oder sowas. Alter Schwede, das hat gerade... Egal, ich sag lieber gar nichts. Auf jeden Fall, das Coole ist, wir haben genau die gleiche Sonnenbrille an. Also ist wirklich echt cool. Hat er von mir abgekauft. Ganz genau, natürlich. Er hat sie mir empfohlen, ja. Er hatte sie schon 2-3 Jahre vorher. Ja, ich hab die von ihm. Also er hat mir sie mir empfohlen. Und ich habe sie mir dann auch gekauft. Also vielen Dank für deine Empfehlung. Gerne, hab ich doch. Und jetzt gerne. Sei leise. Ne, Spaß. Okay, wer will anfangen? Ja. Wer will anfangen? Ich würde sagen, du fängst an. Okay. Alter vor Schöne. Okay, ich überlege gerade, was ich nehmen soll. Ich habe hier okay, so viele Gegenstände neben mir, ich bin so aufgeregt. Okay, Wir fangen richtig einfach an, okay? So richtig einfach, okay? Also so wirklich, wirklich, wirklich richtig einfach. Okay, los geht's. Okay, dann fange ich an. Ich mach's jetzt mal einfach, damit ihr versteht, was es heißt. Schlüssel? Ja. Das ging schnell. Ja, das war echt einfach. Okay, also, Digga. Das hat mit Absicht gemacht. Digga, weil... Okay, 1-0 für dich. 1-0, okay. Weil du jetzt mit was Einfachem angefangen hast, wird meins auch extrem einfach. Also wenn du das nicht rausbekommst, Digga, wo lebst du dann? Okay, warte, okay. Ich versuch's mal so zu machen. Ich muss die ganze Zeit lachen, ich weiß nicht wieso. Ich auch. Ich glaube, ich sollte das unter Kontrolle bekommen. Okay, warte. Theo. Richtig. Ja, okay, easy. Aber das war ziemlich einfach. 1-1. Das war ziemlich einfach. Für mich. Ja, ich weiß. Okay, jetzt wird es ein Tickchen schwerer. Okay, ich bin bereit. Und zwar habe ich hier in der Hand, und jetzt pass auf, da musste ich wirklich so sortieren und überlegen, was es ist. Okay. Ich habe was in der Hand. Digga, das klingt so, als würdest du dir einen runterholen. Ah, lass uns mal auch damit machen, dass man sich Tipps geben kann. So, wenn du wirklich gar nicht weiterkommst, dann gebe ich dir einen Tipp. Okay, mach nochmal. Okay. Ich höre ganz genau hin. Das ist ein Gegenstand? Nein, es ist etwas zu essen. Und das haue ich gegen meine Hand. Ah, okay, nochmal. Digga, das klingt einfach so, als würdest du die ganze Zeit einen runterholen. Tu ich auch gerade, was dachtest du? Digga. Vor der Kamera. Ich würde sagen, Brot? Nein. Willst du noch eine Chance oder sag, wenn du aufgibst? Ja, du hast ich dachte irgendwie so Brot, was man so... Du hast insgesamt 3 Chancen. Okay, nochmal. Das klingt einfach, als würdest du in die Hände klatschen. Nein, tu ich aber nicht. Ist was zu essen, ja? Ja. Okay, ist es was fürs Frühstück? Ja, schon eigentlich, ja. Wurst? Auch. Was? Wurst? Nein. Noch eine Möglichkeit hast du. Oh, Digga. Okay, nochmal. Es ist nicht einfach drauf zu kommen, weil so ein Sound... Digga, das sieht so behindert aus in der Cam, ich kann mich dazu behindern, Alter. Keine Ahnung, irgendein Käse oder was? Was soll das sein? Okay, falsch, okay. Du kannst nichts mehr, ne? Du hast nein, das gleich sagen. Das ist eine Banane, die habe ich die ganze Zeit gegen meine Hand gehauen. Eine Banane? Ja! Dein Ernst? Guck mal. Okay, ich höre lieber auf damit. Digga, das war eine Banane? Was ist das für eine Banane? Was hast du bei dir für Bananen? 2-1! Für mich. Okay, jetzt reicht's. Die Leute sehen, ich hab's fair gemacht. Okay, weil du sowas Schweres genommen hast. Nehme was? Ich jetzt auch was? Das war schwer. Okay, jetzt geht's los, Digga. Hör ganz genau hin, okay? Ganz genau. Okay. Weiß nicht, ob du es hören kannst. Ja, okay. Gehört? Nochmal bitte. Ja, ich weiß, was es ist. Nein, du weißt es niemals. Also entweder das hat was mit Haaren zu tun. Und jetzt lacht er extrem. Nein. Das hat was mit Haaren zu tun, mit seinem Bart. Nein. 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 Nicht den Bart. Nein. Dein Mikrofon. Nein. Mach nochmal. Hä? Nochmal. Dein Ernst, Digga? Hörst nochmal, du das gut? Komm, ja, ich höre das gut, aber ich komme nicht drauf, was es sein könnte. Das sieht so behindert aus in der Ich weiß. Okay, dann nochmal. Ey, jetzt musst du aber drauf kommen. Verdammt. Oh Gott, ich hab's so auf der Zunge, aber ich weiß nicht genau, was... Ich geb dir einen kleinen Tipp, okay? Ja, genau, Tipp auch, ja. Du machst ja, das jeden Tag. Und ich rede auch nicht von Sex. Nochmal, okay, letzte Mal. Okay. Sieht so dumm aus, ey, was mach ich? Harlequin! Richtig! Ja! Ah, mein
Digga. Sorry. Richtig. Alter Schwede, aber wie kommst du auf, was meinst du? Ich weiß nicht, ich hab nur geraten, ernsthaft, ich hab nur geraten. Ach, du meinst so einen Nassrasierer für den Bart? Ja, ich dachte so, ich dachte du kraulst irgendwas an deinen Bart, kennst du dieses Geräusch? Ach so, dieses, so, ja. So, als, ja, Mann. So ein Player-Kraulen. Ich kenne meine Haare eigentlich nie, also. Echt? Ich föhne sie eigentlich nur. Ja, sie sehen eigentlich von Natur aus so gut aus. Ja genau. Klar. Also, bei dir sieht alles wundervoll aus. Okay, es steht 2-1 für mich. Richtig. Und jetzt wird es so mittelschwer, denke ich. Also es sollte nicht zu schwer sein. Wird es schwerer als die Banane? Nein, es ist einfacher. Okay, los geht's. Bist du bereit? Ja. Okay, Cornflakes? Ja. Wirklich? Ja. Ja, Mann! So geht das! Nimm dir ein Beispiel an mir, Digga. Natürlich doch. Ich mach's dir nur ein bisschen einfacher, damit es spannend bleibt. Okay, Digga, ich mach 2 jetzt zu 2. Was 2 eigentlich? 2-2 ist es jetzt, okay. Ja. Ey, meine Cam, ich habe das Gefühl, meine Cam ist abgestürzt. Ich glaube, ich bin wieder da. Okay, Digga, ich mache jetzt was eigentlich offensichtlich ist, aber man kann es mit vielem verwechseln, okay? Und ich mache es ein bisschen schwieriger, okay? Hör ganz genau hin, es wird, glaube ich, ein bisschen laut. Ich halte es erst kurz in die Kamera, so jetzt. Nochmal bitte. Also ich weiß, es ist irgendwas mit einem, es ist so eine Art Maschine ist. Also es ist ein Elektrogerät. Richtig, ja. Es ist ein Rasierer. Falsch. Okay, du hast noch zwei Möglichkeiten. Epilierer. Nein, was soll ich mit einem Epilierer, Digga? Weiß nicht, vielleicht von deiner Mutter oder sowas. Letzte Chance, willst du es lieber nochmal hören? Ja, noch einmal hören. Kann ich doch einmal bitte? Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben oder sowas? Ich benutze es jeden Tag. Hilft dir das weiter? Nein. Okay, noch ein Tipp? Ja. Viele andere Menschen benutzen das auch jeden Tag, je nachdem, ob man die manuelle Variante nimmt oder die automatische. Und denk jetzt nicht an Sex, Digga. Ich überlege gerade. Okay, ich sag's jetzt, okay? Ja. Es ist ein verdammt Mann. Es ist kein verdammt Mann, nein. Okay, ich hab am Anfang, was hab ich gesagt? Das ist jetzt keine Antwort. Du hast gesagt Rasierer und Epilierer. Rasierer und Epilierer, okay. Dann sage ich jetzt, es ist... Ein. Nee, okay. Wenn's. Okay, dann. Es ist kein Rasierer. Nein. Es ist ein. Du benutzt es jeden Tag. Ah! Eine Zahnbürste! Richtig! Wie lange hast du gebraucht, um darauf zu kommen, Digga? Ich weiß nicht, Alter. Das ist so komisch. Ich hab's ein bisschen schwieriger gemacht und hab den Schutzdeckel oben drauf gelassen. Okay, es ist 3-2, ne? 3-2, ne? 3-2. Mhm. Und jetzt bist du wieder dran, genau. Die nächste Runde. Das heißt, du hast jetzt einen Punkt. Okay, gut. Man ist immer so glücklich, wenn man irgendwas herausfindet. Ja, wirklich, oder? Ist so happy. Okay. So krass, Digga. Okay, jetzt kommt etwas, weil das wird aber ziemlich schwer sein. Ich dachte mir, ich bin noch etwas Schweres hier rein. Okay. Okay, pass auf, okay? Okay. Okay, warte. So, jetzt. Pass auf. Musst du ganz genau hinhören, ja? Okay. Ich kann davon mehrere Sachen machen. Alles klar. Okay, warte, ich zeig's kurz den Leuten. Ey, verratet mir, was ist. Schnell. Okay, warte. Schreibt sie in den Kommentar. Hab ich was gesagt? Nein. Ich frag mich, ob sie es wirklich jemand in die Kommentare schreibt. Obwohl du schon längst weißt. Ich werde. Okay, pass auf. Ja, okay. Bist du bereit? Ja. Darf ich dich was fragen, Digga? Ja. Ganz ehrlich. Ja. Isst du das gerne? Ja. Erdnüsse? Nein. Nein. Schade. Wer aber auch. Ich esse gerne Erdnüsse. Ja. Und das weiß er auch, deswegen hat das. Aber war echt gut, also. Hast du es jetzt schon verraten, oder? Nee, ich hab's noch nicht. Also, ich hab's dem dir noch nicht verraten. Okay. Nochmal. Okay, ich mach noch. Nochmal. Es gibt einen Tipp, ja? Hm. Es ist rund. Es ist rund. Ja. Apfel. Nein, es ist. Oh Gott. Nicht so groß, es ist wahrscheinlich nicht so groß, sondern kleiner, wolltest du jetzt sagen. Nochmal, ich mach nochmal, ja? Okay. Ich hoffe, ihr könnt das auch hören da draußen. Ja, man hört's gut. Welcher Mensch kaut so... Ich mach das jetzt extra, ist ja leise. Ja, ich will. Darf ich noch eine Sache fragen? Ist es kleiner als ein Apfel? Ja, viel kleiner. Okay, ich wette, das ist irgendeine Nuss wahrscheinlich. Digga, bitte. Jetzt denk nochmal nach, bevor du etwas sagst. Ich weiß, ich will zwar gewinnen, aber ich will ihnen schon ein bisschen Hilfe geben, weil das ist wirklich schwer. Nicknacks. Nicknacks sind auch Nüsse. Ja, aber anders halt. Nein. Da ist ja noch was drum, was so... Crunchy ist, weißt du? Nein. Okay, Digga, das war mein dritter Versuch. Sag's mir jetzt. Ja, okay. Es sind Weintrauben. Weintrauben? Ja. Ja, das kommt einem so crunchy rüber, weil du es so gekaut hast. Aber das ist doch die Haut, das ist doch logisch. Die Weintrauben sind am Anfang ja. Hart. Ich dachte, du kommst da auf. Nein, Digga. Oh, die isst du auch gerne. Okay, jetzt bist du dran. Da mache ich jetzt das Allerschwerste meiner Meinung nach, okay? Ja, okay. Es ist noch in der Verpackung, der Inhalt, den du erraten musst, okay? Okay. Was? Was ist das bitte? Nochmal?
Digga, das klingt so komisch, Alter, ernsthaft. Soll ich nochmal mit richtig Elan machen? Ja, ja. Du wirst es später okay, auch sehen. Okay, okay. Ich weiß, was. Also es ist auf jeden Fall etwas in einer Box. Richtig. Und du schüttelst es die ganze Zeit so. Richtig. Es ist in der Plastikbox? Nein. Kartonbox. Ja. Ja, das wollte ich ja sagen. Das war das, was ich sagen wollte. Ach so, okay. Kannst du normal machen? Ja. Mann, okay. Kannst du mir einen Tipp geben? Ich kann dir einen Tipp geben und zwar, es ist im Bereich Küche. Ja. Krasser Tipp, oder? Bester Tipp ever. Verdammt, das wird sehr, sehr schwer für mich sein. Ich denke, das wird nichts. Ja, soll ich dir sagen? Warte, nein. Ich will nicht. Gib wenigstens drei Versuche ab. Okay, gib bitte noch einen kleinen Tipp. Noch einen kleinen Tipp. Wirklich nur noch einen. Oh, ich glaube, das wird ein zu viel. Ein ganz kleinen Tipp, bitte. Wie verpacke ich das so, dass ich nicht viel verrate? Ah, verpacken. Ach du Mischgeburt, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich will dir nicht zu viel helfen. Sag wenigstens irgendwas aus der Küche, was mit Verpacken zu tun hat. Ja, ich sage. Aus der Küche. Ja. Oh Gott. Jetzt eigentlich okay. Relativ easy. Ich weiß es nicht. Eine Sache, schnell. Irgendwas. Okay, Salz. Salz. Was feine. Digga, was hat Salz mit Verpacken zu tun? Ja, okay, ich gebe auf. Es ist Frischhaltefolie. In der Box noch. Da wäre ich niemals drauf gekommen, niemals. Ernsthaft nicht. Wirklich nicht? Da wäre ich niemals drauf gekommen, nicht mal im Annähernsten. Selbst wenn du mir die ganzen alle Tipps gegeben hättest, alle Tipps. Niemals wäre ich auf Frischhaltefolie. Aber du benutzt auch Frischhaltefolie, oder? Nein. Ach so, okay. Weil dann wüsste man sofort eigentlich, wie das klingt, weil das immer in der Box irgendwie... Ja, ich benutze keine. Okay. Deswegen. Also ich benutze immer meine Hemden. Ja. Kleiner Spaß. Ich benutze eigentlich auch Handtücher und, ja. Okay, ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, aber ich denke, das reicht eigentlich, oder? Ich will noch eine Sache machen. Okay, ich auch. Okay, ich habe auch noch eine Sache hier, okay. Okay. Okay, das Video geht nämlich ziemlich lange. Bist du bereit? Ja. Ach, verdammt, warte, ich überlege ganz kurz, weil das ist schon ein bisschen zu einfach, finde ich, um ehrlich zu sein. Mach's trotzdem. Umso schneller geht's ja. Ja, okay. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, ich bin bereit. Pass auf. Also damit die Leute nochmal sehen, ne? Hier. Okay, ich fange jetzt an, ja? Ja. Ein Locher. Nein. Ein Tacker. Warte, du hast drei Versuche. Nein. Gib mir jetzt einen Tipp. Oh, das ist ja schwer, hier einen Tipp zu geben. Oh, das ist hart. Das ist jetzt sehr hart, einen Tipp zu geben. Das ist extrem hart. Das ist ja hart. Weil es spielt keine Rolle, was für einen Tipp ich dir gebe. Ja. Du wirst es auf jeden Fall raten. Aber finde ich auch gar nicht so schlimm. Deswegen, ich gebe dir einen anderen Tipp, indem ich ein bisschen anderen Sound mit demselben Gegenstand mache, okay? Okay. Controller. Ja. Ich kann sogar sagen, welcher. Ja. Xbox One. Nein, PS4. Oh Gott, okay. Damit will ich sowieso nichts zu tun haben. Verdammt, es steht 3-4 und ich bin kurz vom Verlieren. Wenn ich das nicht errate, habe ich verloren. Okay. Nee, dann ist Gleichstand, oder? Echt? Weil 3-4 für dich, oder? Oder für mich? Kann sein, ich bin mir nicht... Ich weiß es nicht. Machen wir erstmal, Okay. Digga, das ist eigentlich relativ leicht. Okay. Nochmal. Es kann auch im Papier verpackt sein, aber man kann es auch so aufmachen und dann... Ach man, Digga. Diese Geräusche, ich weiß es nicht. Bestimmt ist es so einfach. Extrem eigentlich, ja. Sag schnell irgendwas. Es ist was zum Essen, ne? Nein, aber es hat trotzdem mit Essen zu tun. Kannst du nochmal machen, bitte? Mann, das nervt mich so extrem. Ich bin jetzt so deprimiert gerade. Nach dem Essen. Kannst du normal machen? Keine Ahnung. Halt das wieder. Man müsste mal erst auf den Zuschauern. Die lachen mich bestimmt alle aus jetzt gerade. Na klar, das muss doch eigentlich easy, locker. Ja, mir fällt das nicht ein. Kannst du mir nicht noch einen Tipp geben? Nach dem Essen. Oh, das ist ein Mega-Tipp. Wenn du es jetzt nicht errätst, bist du echt schlecht, Digga. Nach dem Essen den Mund säubern. Hier, wie nennt man diese Dinge? Warte. Drei. Nein. Zwei. Hör auf damit. Es gibt keine Zeit. Bis ich aufgebe. Ich wollte es nur unter Druck setzen. Diese Dinger nennt man, ist dieses Dinger, die man in den Zahn steckt und immer so. Ja, okay, Digga, Zahnstocher. Du hast es erraten.
Soll ich dir was ganz ehrlich sagen, Digga? Ja. Das war nicht das, was ich gedacht habe. Nein, wirklich nicht? Weißt du, was ich gedacht habe? An was denn? Ey, Digga, dann zählt der Punkt nicht. An was denn? Doch, erzählt, weil du es einfach verraten hast. Ja, an was hast du gedacht? Ja. Und zwar kennst du diese Dinger, ja, die man... kennt ihr diese Dinger? Wie nennt man die nochmal? Es ist so ein kleiner Bogen. Dann gibt es hier so einen unten, so einen kleinen Faden. Da steckst du dir in die Zähne rein. Und dann reibst du zwischen den Zähnen. Ach so, so ganzen, das ist Zahnseide, aber so... Genau, Zahnseide, genau. In so Sägen. Das wollte ich sagen. Ja. Okay, ja, Digga, ich gebe dir den Punkt, aber ich glaube, du hättest sowieso gewonnen, weil du geführt hast. Ich weiß nicht, aber sagen wir, du hast diesmal gewonnen und irgendwann gibt es eine Revanche, wo wir dann auch richtig sind. Ja. Schreibt uns in die Kommentare, was für Challenges ihr noch von uns sehen wollt. Es gibt viele, viele Challenges bestimmt. Ich meine, wir sehen uns ja hier gerade nicht, nur ihr seht uns quasi. Ich hoffe, meine Cam ist nicht wieder abgestürzt. Nope. Genau, schreibt uns alle Challenges in die Kommentare und ob ihr mehr davon sehen wollt. Und genau, außerdem könnt ihr auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr auch mehr dieser Challenges sehen wollt. Link in der Beschreibung zu Heptic. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Immer wieder gerne, Digga. Ja, jetzt sei leise. Spaß. Ja, vielen Dank. Ja. Und war ganz witzig eigentlich und ich überlasse dir das Schlusswort. Okay, Leute, wie gesagt, hört euch einfach an, was Danny alles gesagt hat. Das war eigentlich das perfekte Schlusswort und darum weiß ich nicht, was ich sagen soll. Haut raus. Ciao, ciao. Ich sag ja immer in meinen Videos, dass ich Drogen nehme. Und ich weiß ja auch, dass die meisten von euch wissen, dass ich es nicht so ernst meine. Allerdings gibt es immer ein paar Leute, die es vielleicht ernst nehmen könnten und dazu mache ich hier dieses Video. Denn manchmal, wenn ich mich über etwas aufrege oder sauer bin, dann sage ich immer, ja, ich werde jetzt Drogen nehmen, dann geht es mir wesentlich besser. Oder ich sage ab und zu einfach so, manchmal gib mir meine Drogen, sonst bin ich nicht glücklich. Aber